Fragen dazu an Jürgen May vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Herr May, was macht denn die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria eigentlich so schwierig? Die Erreger der Malaria sind nicht Bakterien oder Viren, wie vielfach geglaubt, sondern einzellige Parasiten, sehr komplexe Lebewesen, die sich in den letzten mehreren tausend Jahren sehr gut an den Menschen und an das Immunsystem des Menschen anpassen konnten. Und sie entgehen förmlich dem menschlichen Immunsystem. Und deswegen gibt es auch keine dauerhafte Immunität gegenüber Malaria-Parasiten. Und deswegen ist es so schwer, auch eine solche Immunität künstlich zu erzeugen über einen Impfstoff. Was halten Sie denn dann jetzt von der Nachricht aus Kapstadt? Steht da möglicherweise ein Durchbruch bevor? Was die Malaria-Medikamente betrifft, ist die Situation besser geworden in den letzten Jahren. Es gibt sehr wirksame Malaria-Medikamente. Allerdings gibt es aus Südostasien schon erste Anzeichen, dass es auch leichte Resistenzen gegenüber diesen Medikamenten gibt und die Gefahr besteht, dass so wie gegenüber anderen Malaria-Medikamenten sich diese Resistenzen ausbreiten bis hin nach Afrika und dadurch die Malaria-Situation wieder verschlechtert wird. Insofern brauchen wir neue Medikamente. Die Ansätze in Südafrika sind ein Teil des gesamten Versuchs, Medikamente herzustellen, neue Medikamente zu entwickeln. Aber nach wie vor kein Impfstoff in Sicht? Oder wie würden Sie das beurteilen? Also die letzten Versuche, Impfstoffe zu testen und zu entwickeln, sind eigentlich nicht besonders gut ausgegangen. Ein großer Hoffnungsträger hat nur eine Effizienz von 20-30% gezeigt. Aber es gibt jetzt wieder neue Ansätze, die sehr kompliziert sind. Und so gibt es neue Hoffnung. Sie haben schon gesagt, es gibt wirksame Medikamente. Das ist ja auch der Grund, warum in Europa, selbst wenn Erreger hierher gebracht werden, auf dem Luftwege beispielsweise, dass bei uns kaum jemand an Malaria stirbt. Aber es gibt auch immer wieder das Gerücht, es gäbe ein relativ leicht herzustellendes, billiges Heilmittel. Und da muss ich kurz spicken, das sind dann die Natriumsalze der chlorigenen Säure, auch MMS genannt. Wie beurteilen Sie das? Ja, es gibt immer wieder Meldungen, dass sehr einfache Methoden helfen. Aber es gibt kein Wundermittel gegen Malaria und Chlordioxid ist sicherlich sehr gut geeignet. Trinkwasser zu säubern und von Keimen zu befreien. Aber es gibt keine einzige Studie, die zeigt bisher, dass dieses Mittel hilft. Und es ist ein sehr komplizierter Prozess, an dem Tausende von Wissenschaftlern beteiligt sind, ein neues Medikament herzustellen. Und es ist auch sehr kompliziert und dauert viele Jahre, um zu beweisen, dass so ein Medikament dann auch wirksam ist. Das ist in diesem Fall nicht gegeben. Aber wenn so viele Menschen davon überzeugt sind und die Wissenschaft auf der anderen Seite sagt, das ist Mumpitz, wäre es dann nicht vielleicht auch angezeigt, mal so eine Studie dazu in Gang zu bringen? Also es wäre nicht möglich, eine kontrollierte, randomisierte Studie, das heißt also, wo es zufällige Zuordnungen der Patienten gibt zu einem Medikament oder einem anderen, durchzuführen mit diesem Medikament, weil das aus ethischen Gründen nicht vertretbar wäre. Es wäre zum Beispiel dort, wo wir vor allen Dingen arbeiten, in Ghana, nicht möglich, dieses Medikament tatsächlich in einem großen Versuch zu untersuchen, weil es keine Hinweise darauf gibt, dass dieses Medikament wirklich wirksam ist. Ganz kurz, das müssen Sie noch mal kurz erklären, vielleicht warum ethisch nicht vertretbar, das habe ich nicht begriffen. Weil man dieses Medikament gegen ein wirksames Medikament testen müsste, was gesichert wirksam ist. Und das wäre in diesem Fall nicht möglich. Es gibt keinen Hinweis darauf im Tierversuch oder in Zellversuchen, dass dieses Medikament wirklich wirksam ist. Und das muss gegeben sein. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und für das Gespräch. Jürgen May vom Bernhard-Nocht-Institut. Ja, bitte schön. Ja, und der Prozess ist halt noch im Gange. Wir versuchen gerade die Medien ein bisschen zu informieren und den Mainstream und das halt überall so breit wie möglich in die alternativen Medien reinzubringen. Ja, und da bin ich mal gespannt, was passiert, weil die letzte Aktion, die wir mit dem MMS hatten und der Unterdrückung, war beim Bayerischen Rundfunk, wo User-Kommentare, die positiv waren, in einem negativ gearteten MMS-Artikel halt Überhand nahmen und wo diese dann, also die Kommentare dann einfach abgestellt wurden vom Bayerischen Rundfunk, der öffentlich-rechtlicher Sender ist, den wir beauftragt haben, um uns zu informieren und wir auch bezahlen.
Es verstößt halt generell schon gegen das Grundgesetz, aber auch gegen das Bayerische Rundfunkgesetz. Und so haben wir die kontaktiert und Druck gemacht, 2 Wochen, bis dann die Kommentare wieder freigeschaltet wurden. Das war halt schon ein redlicher Erfolg, wo wir keine Massen für brauchen. Das haben wir halt mit 10, 20 Mann oder so hingekommen, mit stetigen Anrufen dort und Druck machen. Ja, die haben es wieder freigegeben. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, was bei dieser Sache rauskommt. Also die Beweise sind jetzt auf dem Tisch. Es interessiert nur scheinbar bisher noch keinen. Also ich habe es nirgendwo im Mainstream gelesen. Die Beteiligten, die es eigentlich propagieren sollten, müssten, ziehen sich zurück oder bestreiten es sogar. Jetzt ist das Bestreiten halt immer schwerer geworden, aber sie bestreiten es halt immer noch. Also man kann sich ja mal einen Spaß machen, das Rote Kreuz hier in Deutschland oder in Uganda anzuschreiben oder auch in Genf, glaube ich, ist der Hauptsitz. Und die Antwort einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen, was dabei rauskommt. Also wie gesagt, die Beweise liegen auf dem Tisch und die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Wir engagieren sich genug freiwillige Menschen dafür, dieses Thema wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen und da ein bisschen Druck zu machen, oder verschwindet das irgendwo und es sterben weiter 2000 Leute täglich an Malaria. Und das hier wäre jetzt echt mal eine Möglichkeit, der Pharma-Antritt zu vergeben und auch der restlichen Politik- und Medizinbranche, die sich da die ganze Zeit gegenstellt. Und ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das Ding ist, ich wollte noch eins sagen, zu den finanziellen Interessen. Also, wer sich ein bisschen schlau macht, das haben wir auch im Artikel rausgearbeitet, der sieht, dass für die Malariahilfe ziemlich viel gespendet und gesammelt wird und getan wird. Bill Gates macht dann einen Impfstoff, lässt er entwickeln und hat da irgendwie schon, was weiß ich, wie viele hunderte Millionen reingepumpt. Wir haben in dem Vergleich mal eine Behandlung aller Malariakranken weltweit finanziell entgegengestellt und sind, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, die Zahlen, ich glaube bei knapp 5 Millionen oder 500.000, 5 Millionen waren es, glaube ich, 5 Millionen für MMS und wir könnten die ganze Welt einmal von Malaria heilen. Im Gegensatz stehen halt, dass das 1.000 oder 100.000-fache, was die da bisher an Mitteln reingepumpt haben, und die haben halt bisher weder einen Impfstoff noch sonst irgendwas, einen Impfstoff, der zu 30% wirkt, aber jedes Jahr aufgefrischt werden muss oder noch öfter, und es ist halt ein Witz, ein absoluter Witz, und da kann Leo gleich vielleicht noch was zu sagen. Also Malaria wird durch MS na klar schnell geheilt, aber es kann halt wieder auftauchen, wenn dich die Malaria-Mücke wieder sticht. Aber MS ist halt erstmal ein Mittel, womit du dir die Leiden ersparen kannst. Und wenn man den Beweisen auf in unserem Artikel mal folgt und dem Bericht der Kerstin, der Bloggerin, die spricht halt davon, von einer ugandischen Dame, die sich zu diesem Test hingequält hat, kaum noch gehen konnte, kaum stehen konnte, fast die ganze Zeit lag, denn es MS bekommen hat und am nächsten Tag Quiquidel in Anführungsstrichen da auftauchte und sich bei allen liebevoll bedankt hat für das, was sie ihr da angerichtet haben, halt die Schmerzen und das Leiden so ein bisschen genommen, und das innerhalb von 48 Stunden. Ja, aber ansonsten, um nochmal auf das Thema Repressalien zurückzukommen oder Engagement, das könnte definitiv mehr sein. Also wegen meiner auch beides. Ich habe keine Angst da, weil ich irgendwas veröffentlicht habe, da mich vielleicht eine Anklage oder sowas zu stellen, da soll meiner kommen. Also ich möchte das eigentlich nur, weil dann geht's in die Öffentlichkeit. Aber es wird sich keiner trauen. Weder der Prösmanns, weil wir seine E-Mails veröffentlicht haben, noch irgendwer anders, das Water Reference Center, weil wir deren Studie veröffentlicht haben. Also die sollen mal gerne kommen und dann können wir gerne darüber öffentlich reden, aber das wird halt, wie gesagt, nicht passieren. Deshalb müssen wir halt jegliche andere Wege begehen, um das Thema halt wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil 2000 Menschen am Tag, das ist halt, ne, und da kann jeder was für tun, indem er diese Informationen verbreitet. Die sind halt noch nirgendwo angekommen in den Mainstream, noch bei keinem, der sich wirklich da im großen Rahmen für engagiert. Von daher kann da jeder helfen, und da braucht keine Angst haben, glaube ich. Das Thema ist schon bei so vielen Leuten angekommen, und da wird nichts mehr von kommen. Also den Druck, den die hatten, den haben sie abgelassen, und die Beweise stehen absolut gegen die. Und von daher müssen wir jetzt eigentlich nur noch handeln. Wir sind jetzt schon zweimal auf die Grafik eingegangen. Die habe ich jetzt nochmal vor mir und würde ganz gern nur ganz kurz, um die Zahlen jetzt ein bisschen zu verdeutlichen. Durch unsere Steuergelder bzw. Länderspenden kommt ein Geld zusammen für die Malariahilfe von 4,3 Milliarden. Bill Gates, wir haben jetzt dieses Beispiel genommen, weil das ganz gut war, $500 Millionen. Das kommt so zustande, dass eben Bill Gates mit der Gates Stiftung, das ist seine Frau, die forschen an einem Impfstoff für Malaria,
und haben dort mittlerweile eben diese Summe, die 500 Millionen Dollar, reingesteckt. Ich glaube, Ali oder Leo kann noch was dazu sagen. Auch der Jim Humble war bei Bill Gates, so wie ich jetzt gehört habe, wenn es falsch ist, bitte korrigiert mich, und hat ihm das unterbreitet und vorgeschlagen, das MMS. Und ja, nachdem es da keine Studien gab oder noch keine Studien gab, ist er mit dem ziemlich schnell wieder abgeblitzt. Der Impfstoff, den Bill Gates derzeit hat, ist so, dass die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, dass nur zu 30% oder 60% wirkt, dann auch nicht dauerhaft ist und das, was man sich da spritzt, alles andere als gesund ist, würde ich mal sagen. Natürlich Dosen, die akut zwar keinen Schaden anrichten, aber langfristig gesehen auf jeden Fall. Ja, mit dir, Boris, würde ich dann ganz gerne noch auf die 5 Beweise, die wir tatsächlich eben haben, noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, Ali, zu dir. Konkrete Frage, wie kann man oder was ist MMS? Kannst du uns da ein bisschen näher drüber aufklären? Gerne. Jim Humble hat seine Entdeckung MMS genannt, das zuerst Magic Mineral Supplement und später dann jetzt endgültig Master Mineral Solution heißt, das aber letztendlich nichts Neues ist, sondern durch das Mischen von einer Lösung Natriumchlorid mit Tee und einer Säure entsteht das Gas Chlordioxid, und Chlordioxid ist ein Keimkiller. Und Chlordioxid, das ist, muss man dazu sagen, ist eines der best untersuchtesten Chemikalien auf diesem Planeten. Es ist seit über 100 Jahren wirklich bis ins Detail erforscht worden. Sonst würde es nicht in unserem Lebensmittel Nummer 1, nämlich in unser Trinkwasser, geschüttet werden. Bei den Wasserwerken, da ist es so, dass Chlor und Chlordioxid verwendet wird. In armen Ländern immer Chlor und in reicheren Ländern mehr Chlordioxid. Und es tötet dort halt nach allen Filterstufen Bakterien, Viren, Pilze und Sporen und andere, wie Legionellen zum Beispiel, auch Parasiten, einzellige zumindest, und sorgt dafür, dass man sozusagen wirklich nicht nur optisch klares Wasser, sondern eben auch hygienisch klares Wasser in die Leitung, in die Städte gibt und damit Millionen Menschen versorgt. Dieses Chlordioxid ist auch seit über 50 Jahren freigegeben, um zum Beispiel in Kliniken und anderen Bereichen, wo es sehr notwendig ist, auch in der Lebensmittelindustrie, eine Komplettentkeimung der Oberflächen zu gewährleisten. Das ist es schon so intensiv, dass man von Sterilisation reden kann. Und es ist in Amerika zumindest erlaubt, Obst, Gemüse und Fleisch damit komplett einzutauchen und damit sie oberflächlich keimfrei zu machen und damit länger haltbar. Das heißt also, wenn etwas in unsere Lebensmittel Nummer 1, Trinkwasser, auf Fleisch, Gemüse und Obst darf, ohne dass es wieder abgewaschen werden muss und weil es sowieso in Kochsalz und Sauerstoff zerfällt, dann hat man damit A, schon lange Tests gehabt, dass es eben dem Wasser und dem Obst, Gemüse und Fleisch nicht schadet, aber auch denjenigen, die es halt verzehren, nämlich die Menschen. Und das seit über 100 Jahren. Das heißt also, A, die Wirksamkeit von Chlordioxid muss Jim Humble nicht belegen. Das ist einschlägig in allen Chemiebüchern und in allen biochemischen Laboren bekannt. Zweitens ist es so, dass es eben bei Lebensmitteln auch keine Probleme gibt, ist auch halt durch den Einsatz schon belegt. Er war halt nur derjenige zu sagen, dass man es eben auch bei einer Infektion in etwas höherer Dosis oral einnehmen kann. Das ist eigentlich seine Entdeckung. Sonst hat er also weder das Mittel neu erfunden, noch den Einsatz, nämlich Keime zu töten. Er hat einfach nur eine Übertragung gemacht, indem er gesagt hat, was im Wasser Keime tötet, und Menschen bestehen aus 80% Wasser, dann kann es ja sein, dass es eben die Keime im Wasser des Menschen auch abtötet und damit den gesund macht. Und das war eine Notsituation und tatsächlich kam es so. Und das war die große Entdeckung halt davon. Gut, und jetzt wird mich aber eine Frage sehr, sehr brennend interessieren. Ich verstehe es nicht so ganz. Wenn das Chlordioxid uns Menschen nichts macht, aber die Keime abtötet,
Malaria ist ja ein Parasit, ein Lebewesen, was in uns selbst sich verbreitet und uns als Wirt benutzt. Jetzt stellt sich nämlich die Frage, dieser Parasit ist ein Lebewesen und ich bin ein Lebewesen. Warum tötet es unter anderem auch diesen Parasit ab, obwohl er genauso aus Wasser besteht wie ich selbst? Das ist genau die erste logische Frage, die sich jeder, der sozusagen diese Information liest, stellt. Wieso tötet es eben nicht auch meine guten Bakterien ab im Darm zum Beispiel? Und da ist es so, da möchte ich ganz ehrlich sagen, wir haben keine abschließende, allumfassende Antwort, weil wir haben eben auch nicht klinische Studien in so einem großen Stil machen können. Das Einzige, was wir haben, sind plausible Erklärungsmodelle und die leuchten aber mit dem normalen Menschenverstand und auch der einfachen biophysischen Kenntnisse recht gut ein. Und zwar ist es so, dass man sich vorstellen muss, dass krankmachende Keime in der Regel bei einem gesunden Organismus keine Chance haben. Das heißt, das Abwehrsystem ist in der Lage, sie zu bekämpfen. Das heißt, krank werden tut man in der Regel dadurch, dass diese Abwehrkraft außer Gefecht oder herabgesetzt ist, sodass diese Keime sozusagen über die Mauer springen können. Und das Einzige, was alle Keime eigentlich haben, ist die einzige Strategie, schneller sich zu vermehren, als eben der Körper sie abtöten kann. Und das ist ein Spiel auf Zeit. Jetzt ist es so, dass in unserem Körper leben Keime und da wir sauerstoffverbrennende oder mit Sauerstoff arbeitende Wesen sind, wir atmen Sauerstoff, wir verbrennen damit Traubenzuckerstellen in unseren Zellen, damit Strom her, ist es so, dass erstmal, es gibt verschiedene Oxidatoren und MMS scheint eben auch oxidatorisch zu wirken oder das Chlordioxid. Und es gibt sehr starke Oxidatoren wie Wasserstoffperoxid und Ozon. Die sind halt stärker als Sauerstoff. Die würden zum Beispiel alle Zellen angreifen. Körperzellen, aber auch eben die guten Bakterien und so weiter. Dann kommt eben Sauerstoff, den wir benutzen. Also Bakterien oder Keime, mit denen wir in Symbiose leben, müssen in der Lage sein, Sauerstoff auszuhalten. Weil sonst durch das normale Atmen würden wir ja uns die benötigten Darmkeime im Grunde auch mit kaputt machen. Das leuchtet auch ein. Jetzt ist es so, dass Chlordioxid auch ein Oxidator ist, aber deutlich schwächer als Sauerstoff. Und deswegen greift er, oxidieren heißt jemandem ein Elektron wegnehmen. Und das schafft es eben leichter bei den krankmachenden Keimen, weil die ihre Elektronen nicht so gut festhalten können, wie sozusagen die körpereigenen Zellen oder die körpereigenen Bakterien, die wir brauchen. Das ist eines der Modelle. Es gibt noch ein paar andere, die das weiter differenzieren. Darauf gehe ich dann auch in meinen Seminaren ein. Übrigens, ich bin auch sehr daran interessiert, dass ich nicht immer die Termine im deutschsprachigen Raum festlege, sondern wenn interessierte Gruppen solche Seminare möchten, dann kann man mich direkt über www.mms-seminare.de ansprechen und das selbst organisieren und ich komme dann sehr gerne dorthin. Jedenfalls, da geht es noch weiter ins Detail, warum und weshalb. Wir haben erstmal die Erfahrung, dass es so ist, dass es also immer erst die krankmachenden Keime abtötet und die Leute eine deutliche gesundheitliche positive Wirkung haben und nicht eben diese Wirkungen gemeldet werden, wie ja wie bei Antibiotika, meine Darmkultur ist komplett auch hin, ich muss einen Wiederaufbau betreiben. Das haben wir also sehr häufig einfach anhand der Meldungen zurückbekommen, dass dem nicht so ist. Wir versuchen halt Erklärungsmodelle zu finden, die das plausibel erklären, aber richtige endgültige Beweise oder Aussagen können wir da nicht treffen. Gut, nachdem wir jetzt die ganze Zeit von MMS eben sprechen, wir würden es euch ganz gerne, euch Zuhörern, nahelegen beziehungsweise euch darüber informieren, was rund um das Thema MMS zu wissen gibt. Es liegt aber bitte jedem in seiner Eigenverantwortung, ob er es nimmt oder nicht und in welcher Höhe und welcher Dosis. Dazu gibt es Erfahrungsberichte und Empfehlungen, auf die ich jetzt gerne mit dir eingehen möchte. Wie kann man selbst davon profitieren? Welches Missverhältnis muss man da beachten?
beziehungsweise bei der Einnahme. Auf was muss ich dabei achten? Ja, im Laufe der Zeit haben sich da halt verschiedene Mittel am Markt sozusagen etabliert. Deswegen ist diese Antwort nicht ganz so einfach. Am Anfang hatte auch der Jim ein Protokoll, wo er mit Zitronensaft oder 10%iger Zitronensäure aktiviert hat. Und da hatte er ein Verhältnis von 1:5. Mittlerweile sind die meisten am Markt angebotenen Sets, die aus Natriumchlorid und halt einer Säure bestehen, in erster Linie auf ein 1:1 Verhältnis sozusagen von der Konzentration her ausgelegt. Das heißt, in den aktuellen Anwendungsprotokollen und Empfehlungen ist es so, dass auch gegenüber den früheren in den Büchern dargestellten Versionen viel geringere Dosen genommen werden, aber dafür öfter am Tag. Weil eben Chlordioxid gar nicht so lange anscheinend im Körper verbleibt. Man geht von 1 bis 2 Stunden aus und am nächsten Tag kann sowieso niemand mehr per Labor noch irgendwie nachweisen, dass es überhaupt genommen wurde, weil es zu Kochsalz und Sauerstoff zerfällt. Und jetzt überlegen wir mal, was haben wir in unserem Blut am meisten? Kochsalz und halt Sauerstoff. Das heißt, es zerfällt zu körpereigenen Stoffen, die wir sowieso im Blut haben, ohne irgendeinen Rest, der noch irgendwie nachweisbar wäre. Erinnern Sie sich vielleicht noch an einen Bericht, den ich gemacht habe über das Thema MMS. MMS ist ein Mittel von einem John Humble, der hat das irgendwann entwickelt und ein Buch darüber geschrieben und sah das als Rettung für die Menschheit. Und heute, geben Sie das Wort Verschwörungstheoretiker ein, finden Sie auch John Humble darunter und was mich so wahnsinnig stresst, ist dann immer die Geschichte, wenn ich es mir anschaue, dann sehe ich plötzlich, um was es geht. Es geht wieder darum, dass uns wieder viele Dinge vorenthalten werden. Und zwar die Thematik Malaria. Ist Ihnen bekannt? Schlimme Krankheit kennen wir alle. Und da geht es darum, dass anscheinend dieses Thema seit langem gelöst ist, aber auch dort haben wir das gleiche Spiel. Es wird von einzelnen mächtigen Wirtschaftsbossen zurückgehalten, dass man weiterhin irgendwelche vielleicht sogar nutzlose Impfstoffe und Medikamente verkaufen kann und sein Geschäft macht mit dem Nichtwehrenkönnens und der Armut der Menschen. Und die Regierungen werden dann noch damit erpresst. Ja, wir kommen ja als Hilfsorganisation, dafür kriegen wir deine Rohstoffe. Auch das kennen wir alle aus den Storys, die uns jeden Tag um die Ohren fliegen. Ob es wirklich so ist, weiß ich natürlich nicht. Ich bin nicht dabei. Deswegen schauen wir uns einfach mal an, was dieser Bericht uns sagt. Unter der Seite Kulturstudio, www.kulturstudio.wordpress.com, hat mir ein Zuschauer einen Bericht zukommen lassen. Weltsensation und Skandal, Studie wird offiziell verheimlicht, MMS heilt Malaria. Da habe ich natürlich erst einmal gestaunt, als ich das gesehen habe. Dann sehen Sie hier ein Bild, wie Wasserflaschen mit einem tropfenweisen Eingeben von einer Substanz versehen wird. Eine kleine Weltsensation wurde vor kurzem von Leo Köhoff an das Licht der Öffentlichkeit gebracht. Leo dokumentierte eine MMS-Behandlung von Malaria des Roten Kreuzes in Uganda per Video. Von 781 Menschen wurden 154 positiv auf Malaria getestet. Nach einmaliger Gabe von MMS, Chlordioxid-Wasserlösung, 18 Tropfen MMS für Malaria-Erkrankte, 8 Tropfen für gesunde Erwachsene. Kinder
die an Malaria erkrankt waren, bekamen 8 Tropfen, gesunde 6 und Babys mit oder ohne Malaria 2 Tropfen. Waren nach nur 24 Stunden 143 Menschen malariafrei. Nach einer weiteren Gabe von MMS waren es dann 100%, sprich von 154 Malaria-erkrankten Menschen wurden 154 innerhalb von 48 Stunden komplett von Malaria geheilt. Dies kann man als kleine Weltsensation verbuchen, da diese Ergebnisse zwar schon zigtausendfach im Einzelnen erreicht wurden, es aber eine solche Studie von einer renommierten Hilfsorganisation wie dem Roten Kreuz bisher noch nicht gab. Seit dem 11. Dezember 2012, Tag der Studie, sind nun 308.000 Kinder an Malaria gestorben. Dieses Verhalten ist faktisch geschehen, bestialischer Massenmord. Nachdem öffentlich bekannt wurde, dass diese Ergebnisse mitdokumentiert wurden, rollten beim Roten Kreuz gleich Köpfe und sogar Mitarbeiter, die MMS selbst nahmen, distanzierten sich auf einmal von der Sache und wollten kein Statement abgeben, da sie Angst um ihre Reputation und um ihre Anstellung haben. Mindestens einen der Ärzte, welche die Studie durchführte, wurde direkt nach Veröffentlichung der Ergebnisse gekündigt. Hieran sieht man mal wieder eindeutig, welche Macht und Druck die faschistischen Pharmakonzerne ausüben. Sogar auf Hilforganisationen, die oberen Riegen des Roten Kreuzes, wollen auf keinen Fall die Veröffentlichung der Informationen. Liebe Zuschauer, das ist genauso ein Thema. Den Link finden Sie wie immer in YouTube unter unserer Sendung oder jetzt werden wir auf unserer Website wieder die Sendungen ergänzen, die noch nicht drauf sind und auch natürlich die Links dort dazustellen über www.time2do oder Sie gehen oben auf den YouTube-Knopf, der im Adressfeld ist. Dort finden Sie alle Beiträge und natürlich die entsprechenden Links. Mir ist das nur peinlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen und ich weiß nicht, wie lange diese ganzen Leute noch schlafen und sagen, oh ja, das macht ja alles nichts und so, weil das sind die ganzen Punkte, die die Menschen da unten abhängig machen, da wir nicht offen und ehrlich mit ihnen umgehen und auch ihnen wirklich nicht helfen wollen. Nein, wir wollen an das ran. Afrika ist eines der Bodenschätze, reichsten Kontinente und da wollen wir ran und da ist Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung eine der Wege, wie man da rankommt und wenn die alle krank sind, dann können sie sich ja nicht wehren. Sag ich jetzt mal, ich weiß es ja nicht.